Mit den Treffern in der 88. und in der 90. Spielminute entscheiden das Spiel. Zu Beginn der Partie geht es los mit dem BVB mit der ersten Chance. Ousmane Dembélé, eines der größten Gelegenheiten im ersten Durchgang. Ousmane Dembélé. Aber dann kam noch die 40. Spielminute und sie hatte Marco Reus als Chance. Gut gehalten von Jan Sommer im Tor der Gladbacher. Die Gladbacher brauchten jetzt mal langsam einen Sieg, wenn man mal zurückblickt auf die letzten Spiele der Gladbacher. Fast alle verloren. 43. Spielminute, dann kamen wieder die Dortmunder und die wollten wirklich treffen. Marco Reus, Ex-Gladbacher. Und hier hätte er beinahe das Tor erzielt. Und er wollte auch weiterhin gut auffallen. Und in der 50. Spielminute kam wieder Dortmund, wieder Marco Reus mit einem wunderschönen Pass auf Aubameyang. Und jetzt kam auch mal Borussia Dortmund. Wäre übrigens ein schönes Tor gewesen für Aubameyang und dann hätte er endlich sein 10. Tor erreicht. Und dann kam die 71. Spielminute und Borussia Mönchengladbach, Raphael, 1-0. Borussia Mönchengladbach geht mit so einem schönen Tor in Führung. Es ist erst sein drittes Saisontor aufgrund seiner langen Verletzungen. Und jetzt kommt er mit so einem schönen Tor zurück. Raphael gegen Borussia Dortmund. 83. Minute dann, die Gladbacher versuchten alles, um die Führung weiter auszubauen. Wieder Raphael nach diesem abgefälschten Ball von Sokratis wird er umso schwerer für Bürki, den zu parieren. Aber er hat es natürlich wieder meisterlich gemacht. Und dann kam die Schrecksekunde, oder besser gesagt die Schreckminuten für die Gladbacher. Die 88. Spielminute. Pierre-Emerick Aubameyang wird nicht angegriffen. Und dann macht ein Pierre-Emerick Aubameyang, was er machen muss als Topstürmer. Tore schießen. Und es ist jetzt diesmal sein 10. Saisontor und diesmal ein wichtiges obendrauf. Zu diesem Zeitpunkt hat Gladbach schon mir fehlen jetzt gerade die Worte dazu, aber in der 90. Spielminute kommen die Dortmunder nochmal mit Aubameyang und jetzt glaube ich, dass den Gladbachern auch so langsam das ein oder andere gehabt und jetzt liegen sie wirklich gegen den BVB zurück. Etwas unverdient, würde ich mal da sagen. Aber Aubameyang macht sein 11. Saisontor, baut sein Torkonto weiter aus und die Gladbacher verlieren.